So, jetzt muss ich die Aufnahme gerade nochmal starten, weil mein Mikrofon, glaube ich, irgendwie einen Bug liegen hatte. Ich habe nämlich eigentlich einmal schon angefangen und ja, plötzlich sehe ich dann keinen Ausschlag mehr. Aber ja, Red Weekend hat begonnen und wenn sowas erstmal da ist, habt ihr im Titel gesehen, dann geht es wahrscheinlich los. Aber wir können mal reingehen nach Clash of Clans. Eben stand da noch Elektrodrachen hat mich angegriffen, aber Elektrodrachen hat mich nicht angegriffen. Und ja klar, das Raid Weekend steht natürlich wieder an. Ich werde auch wieder alle Angriffe machen. Aber wenn es erstmal so weit kommt, dann ist es an der Zeit, dass man vielleicht irgendwas im Clan verändern muss. Also 37-44, da muss man natürlich dran arbeiten, gar keine Frage. Aber wir haben gegen die LA Allstars gekämpft. Und die LA Allstars ist kein anderer oder kein geringerer Clan als ein wirklich, wirklich sehr, sehr alter Clan. Ich kenne ihn und es ist ein ganz alter Kriegsclan, ja, seit 2014 und er ist GML-Member der ersten Season gewesen und auch in den Top 100, was die CW-Siege angeht. Und ich glaube, sie haben jetzt 783 Siege, also oder gewonnene Kriege. Das ist schon nett, muss man sagen. Und Glückwunsch in jedem Fall. Wir waren ein bisschen so im unteren Teil so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen minder bemittelt, aber mit Farnsworth und Keshia hier in Rathaus 8 und ein Rathaus 5 mitzunehmen, nur um zu füllen, ist natürlich ein bisschen doof. Aber ihr seht das selber so ein bisschen unten an den Sternen. Wir sind nicht wirklich gut aufgestellt im unteren und na, im unteren mittleren Bereich. Da machen wir doch ein bisschen zu viele Nicht-Sterne. Und im oberen Bereich hat es der Alex gleich zerschlagen. Ich gebe euch mal die Tech hier, dass er den Clanhopper dann vielleicht mal nicht aufnimmt. Ist natürlich doof, wenn du in den Clan reinkommst. Man nimmt dich mit in den Krieg und dann gehst du wieder raus und denkst dir ja gar nichts dabei. Mein Gott, warum auch? Ihr wisst, immer dasselbe Spiel. Aber ich will euch ein paar schöne Angriffe zeigen. Allerdings nicht von uns, sondern nur einfach mal vom Gegner. Denn der Gegner hat schöne Angriffe gemacht. Keine Frage, hier der Takt. Wie heißt das? Der Takt-Ex. Taktex. Ja. Gegen den Lord Arik hier mit einem Suilalo. Und wenn ihr den so ein bisschen jetzt schon seht, dann könnt ihr euch schon fast vorstellen, wohin mein Titel eigentlich so ein bisschen geht. Und es sieht immer so ein bisschen behende aus, wenn hier die Bogenschützen die ganzen einzelnen Sachen rausnehmen. Also Rathaus ist schon mal raus. Ich glaube, ein Scattershot ist mit rausgenommen worden. Und ein Inferno auch, also ist schon mal richtig, richtig viel raus, 10% und ein Stern. Jetzt kannst du weitergehen mit dem Suipat, also Suilalo. Ist ja eine schöne Angriffsstrategie, wenn man sie kann. Und da das ja Allstars sind, werden die das können. Hatte ich irgendwie so, ich habe das ganz verpennt, mal auch in den Clan-Tag reinzugucken, also auch mal in die Beschreibung reinzugucken, weil LA kann ja auch heißen Los Angeles oder sowas, keine Ahnung. Und aber irgendwie konnte ich mich daran erinnern, dass es auch noch immer noch so ein All-Stars-Team gibt, wo man nur Liga spielen kann oder konnte. Ja, mit etwas kleineren Accounts war das, ich glaube, das war aber mal so. Und aber ihr seht hier jetzt schon den Lalo-Part und wenn ihr den seht und weiter verfolgt, dann seht ihr schon, was hier ja zum wiederholten Male leider passiert ist. So muss man es eigentlich sagen, denn das ist auch ein Klassiker, das wisst ihr. Du füllst die Clanbogen und deine bleibt leer, ja, weil keiner 24 Stunden sagt, pass mal auf, da fehlen noch Truppen in den Clanbogen, weil da gar keiner mehr hinguckt. Ja, oder nach mir die Sintflut oder weiß ich nicht. Selbst der Arek hier ist mit 4 Accounts da und füllt seine Clanbogen auch selber gar nicht. Ich meine, ich habe es tatsächlich diesmal auch nicht gemacht. Ich bin mit 2 Accounts hier dabei gewesen oder eigentlich sogar ja mit 3. Aber habe es auch irgendwie verpennt, meine Clanbogen selber zu befüllen. Macht der Arek auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Ich meine, ist natürlich immer für denjenigen, gerade jetzt im normalen Spiel, ganz nett, wenn man ein bisschen was auf sein Spendenkonto bekommt und sich deswegen nicht selber spendet. Aber ich bin auch ganz ehrlich, ich habe mir die letzten Spenden immer selber zugetan. Also zumindest was das Befüllen der Clanburg angeht. Da habe ich noch nicht mal mehr gewechselt oder gewartet. Und sondern habe dort tatsächlich dann immer die Überfallmedaillen für genommen, weil da habe ich jetzt immer so fast am Cap. Und warum soll ich die dafür nicht nehmen? Dafür wechsle ich den Account nicht mehr.
kostet ja auch immer alles Zeit und einloggen und gucken. Dann siehst du, dass du auf dem Account vielleicht auch irgendwas machen musst. Das ist übrigens hier ein schöner, sehr, sehr schöner Queen-Charge gewesen. Den habe ich auch schon, also ich habe die hohen Angriffe habe ich schon gesehen. Und naja, auf jeden Fall, unsere Clanburgen, alle leer. Alle leer, keiner hat die Muße gehabt. Und in den vorherigen Clankriegen, in beiden vorherigen Clankriegen vor allen Dingen, war das auch schon so. Da habe ich mir aber dann eine halbe Stunde vorm Start oder eine Stunde vorm Start des Clankrieges gedacht, dass ich wenigstens jetzt die Truppen gemme an Supertruppen, die wir nicht haben. Alles andere habe ich dann doch noch fix irgendwie gebaut mit einer Pulle dann, also mit einem Schnellzauber. Und und habe die dann mehr oder weniger selber befüllt. Und das ist mir jetzt zweimal in den Clankriegen nicht nur aufgefallen, sondern passiert. So muss man es ja ganz klar sagen. Und das ist natürlich auch doof. Das ist auch blöde, dass es auch hier nicht wirklich eine Regelung gibt und auch hier teilweise die Riesenignoranz an den Tag gelegt wird und gar nicht mehr so, ja, was man eigentlich so ein bisschen vermisst in Clash of Clans, so dieses Wir-Gefühl hier, dieses okay, ich mache dir die Clanburg ganz, ganz schnell voll, du willst da sicherlich angreifen und danach wieder, was weiß ich, an der Arbeit was anderes zu tun, als Clash of Clans zu spielen oder. Und ich meine, normalerweise sind die Leute hier geduldig und loggen ein vor der Clanburg. Ich meine, du brauchst es ja eigentlich noch nicht mal mehr machen. Du nimmst sie einfach selber mit den Medaillen, brauchst nicht drauf warten, brauchst dich nicht ärgern. Aber hier im Clankrieg geht es natürlich, entweder hast du die Truppen gebaut oder du spendest sie mit Gems. Ich meine, ich mache das immer ganz gerne auch mit den Gems dann, die ich so über der Woche gesammelt habe oder am Tag gesammelt habe. So viel ist das ja nun auch nicht. Und meistens haue ich dann die großen Truppen damit raus. Die kleineren baue ich dann. Die haben auch nicht so viel Bauzeit, aber schöner Angriff hier, schöner Sui, nicht so, schöner Sui, wollte ich gerade sagen, nein, schöner Hybrid vom Nummer 1, von dem JR auf unsere Nummer 2 auf Mortus. Der hatte auch erst noch gehalten, ist der zweite Angriff drauf gewesen und wirklich cool gemacht. Das hier müsste schon Dip gewesen sein, ja, von Nummer 4 von Golem. Und macht aber auch nichts. Ich habe wieder einen Dip verhauen. Und der Golem hier macht es auf jeden Fall besser. Auch die Base hier, glaube ich, musste zweimal angehittet werden. Immerhin haben wir uns A noch ganz gut gewehrt und B haben wir dann ja noch unsere Angriffe gemacht. Also alles so halbwegs im fast grünen Bereich, würde ich mal so sagen. Im fast grünen Bereich. Nicht wirklich. Im Moment spiele ich wirklich auf ganz, ganz niedrigem, ich will nicht sagen Niveau, aber halt wirklich nur das Nötigste. Ich mache die Clan-Spiel, nicht die Clan-Spiel, sondern die Clan-Stadt-Sachen mit. Wir sind jetzt auf einem guten Weg hier, auch Clan-Stadt Level 6 zu werden, also Stadtgipfel zumindest auf 6 dann zu haben. Und da fehlen uns aber auch noch 100.000 Pünktchen, glaube ich. Ich denke mal, nach dem Überfallwochenende werden wir da so weit sein, dass wir dort alles an Stadtgold reinstecken können, dass wir dann auch da weitermachen können. Und ich mache jetzt erstmal, mache mir mal erstmal Sorgen bzw. Gedanken, wie man das regeln kann, dass hier die Clanburgen befüllt werden. Aber du kannst es ja auch nicht wirklich so echt nachvollziehen. Wer hat es denn eigentlich getan? Kann ja jeder sagen, nee, ich habe die befüllt. Letztendlich müsste man dann den Beweis antreten, so nach dem Motto, ah, guck mal, hier eine halbe Stunde vor Clankriegsbeginn war aber noch gar nichts in den Clanbogen drin. Und jetzt schreibst du, du hättest sie befüllt. Das glaube ich nicht. Auf so einen Streit will ich mich erst gar nicht einlassen. Da habe ich damit mal halt wirklich überhaupt keine Muße zu. Und das ist überhaupt nicht mein Ding. Weil wenn ich jetzt den Hals aufreiße, dann weiß ich genau, dann gehen hier wieder welche und wenn mir dann noch so einer wie der Arik hier flöten geht, der geht dann gleich mit 4-5 Accounts und dann ist der Clan hier leer. Aber vielleicht ist es auch, vielleicht ist es auch einfach an der Tagesordnung oder an der Zeit, das zu machen. Denn wenn die Clanbogen nicht mehr befüllt werden, dann ist es, glaube ich, Zeit zum Gehen. Ich weiß es nicht genau. Arik kann wenigstens dippen. Dann ist es, glaube ich, an der Zeit, den Clan vielleicht doch mal dicht zu machen, mal tief in sich zu gehen, um
vielleicht einen Neustart zu machen oder sich zu sagen, komm, wir machen erstmal jetzt Sommerpause. Ich habe ab jetzt Urlaub, Leute. 3 Wochen. Coole 3 Wochen. Ja, ich freue mich auch. Muss ich sagen. Und danach werde ich sicherlich vermehrt auch wieder in Projekte eingebunden, wo ich dann mal wieder ein bisschen viel mehr vor Ort mache, weil wir dann, ja, dann kommt man mit Teams dann auch nicht mehr wirklich weiter. Man muss irgendwo vor Ort Sachen erledigen, die dann eine physikalische Anwesenheit erfordern. Und deswegen freue ich mich natürlich auf solche Sachen wieder. Also eigentlich ist so ein bisschen Vorfreude im Urlaub, wenn er dann oben ist, wenn er dann wieder oben ist und du wieder deinen normalen, ich sag mal so geregelten Alltag hast. Das mache ich eigentlich auch ganz gerne, muss ich sagen. Und von daher sehe ich der Sache ganz entspannt entgegen und es geht ja auch wieder endlich, ja, viele sagen ja auch endlich nach 2 Jahren kann ich wieder in Urlaub. Nein, man konnte jedes Jahr im Urlaub, auch in Zeiten von Hoch-Corona konnte man in Urlaub fahren, gar keine Frage. Aber es hat halt nicht jeder gemacht. Wir haben es auch nicht gemacht. Wir haben aber dafür letztes Jahr für dieses Jahr gebucht und sind noch nicht am Koffer packen. Also ich bin jetzt eine Woche hier, eine Woche weg, eine Woche wieder hier. So sieht das Ganze aus. Vermutlich werde ich dann auch noch jetzt in der letzten verbleibenden Woche ein bisschen mehr machen können vor allen Dingen. Aber ihr wisst ja, Energiesparen ist in aller Munde und da läuft mein PC natürlich auch nur noch sehr, sehr wenig bis gar nicht. Und wenn der nicht läuft, dann nehme ich halt nicht auf. Aber ich könnte natürlich auch mal am Handy einfach aufnehmen. Nur am Handy schneiden, das kann ich gar nicht. Also das ist überhaupt nicht mein Ding. Und deswegen glaube ich, muss ich doch immer noch so ein bisschen auf den PC zurückgreifen an der Stelle. Aber naja, ich hoffe, ihr seht hier schöne Angriffe. Jo, Avatar hat 2x3 geholt hier. Also 13 auf 13 war mal wieder so ein Tag, der mir ein bisschen gelegen hat. Der halt gar nicht so schlecht war. Aber ich hatte halt nie Hoffnung, dass wir diesen Clankrieg auch nur annähernd noch nicht mal gewinnen halten können, so will ich es mal sagen, vom Ergebnis her. Denn 44 Sterne auf der gegenüberliegenden Seite ist schon sehr, sehr stark und sehr, sehr dominant. Aber kein Perfect Wall. Die Base von Thorsten hat abgehalten. Als einzige Base. Und wirklich gut ist sie ja eigentlich doch. Eigentlich ist sie doch ganz gut. Obwohl sie schon echt oldie ist. Aber sie hält halt immer noch. Was ja auch nicht so schlecht ist. Ich sehe jetzt gerade, mein Mikro hat auch ganz gut durchgehalten. Aber irgendwo hatte ich hier so ein Mini-Wackeligen drin. Keine Ahnung, was da war. Jeden Tag was Neues. Jeden Tag was Neues. Aber irgendwo stippt mir die Queen immer weg. Also ich schaffe immer noch die Clanburg zu locken. Ja, aber das war es dann auch. Und ja, da stippt mir oftmals die Queen weg. Und Gift war jetzt auch schon wieder ein bisschen zu früh, geht aber noch, waren noch ein paar Welpen mit drin. Und der Headhunter war auch blödsinnig gesetzt, so will ich es mal sagen. Ich kann eigentlich nur von Glück sprechen, dass mein Hybrid-Part hier ganz gut gepasst hat. Mehr eigentlich nicht. Und vor allen Dingen da oben oder hier unten auf der Flanke der King und die Päckerdame hier unten, die machen da richtig, die räumen da richtig auf und dadurch, dass natürlich jetzt die Sachen hier so ein bisschen offen war, klar, da geht der King natürlich dann durch die Mauer durch und nicht außenrum, aber mit der Päckerdame klappt das natürlich wunderbar und so gehen die hier zusammen eine Flanke hoch hier, was sehr, sehr cool ist. Schön platzierte Tornadofalle übrigens. Die war da direkt am Scattershot. Und sind zwar noch ein paar nervende Knabberskelette an meinen Rocks ein bisschen mit dran, aber das erledigen jetzt auch endlich die Miner und der Royal Champion da oben gibt auch alles. Also ja, ganz gut. Mit Rathaus 13 war es ganz gut. Mit Rathaus 14 habe ich einen Zweier gemacht und einen Dip Zweier, was jetzt nicht so gut war, aber immerhin habe ich angegriffen. Was ja jetzt auch nicht schlecht ist. Ne? Klambogen war nicht gefüllt, tot oder angegriffen. Mit allen Accounts und ich werde mich mal gleich so ein bisschen ins Überfallwochenende begeben, denn mit so vielen Accounts hier bekomme ich sonst am Ende immer so viel Stress und dann bin ich hier am Sonntagabend nur am Durchswitchen Account zu Account, also 44 gar nicht schlecht und die Leute spenden sich auch hier gegenseitig nicht, ich weiß gar nicht, warum der Arwan da immer noch kein Ding hat hier.
kein Flammschleuderer, ne? Flammenwerfer. Flammdings. Flammschleuder, ja. Flammschleuder. Manchmal komme ich ja nicht auf die Begriffe, ne? Und auch hier machen wir mal eben so ein bisschen so. Wir werden heute Abend wieder einen Klankrieg starten. Und genau, Wiegloof hat sich schon mal zu No Skills umbenannt. Auch nicht schlecht, in aller Weiser Voraussicht. Und hab gar keinen Bock auf CK, scheiß Internet. Also unsere Klammbogen waren leer. CK bitte ohne mich. Ja, ich meine, was nutzt das? Ob wir jetzt CK ohne dich spielen oder mit dich spielen, wenn die Klammbogen halt leer seien. Also nicht meckern. Ich meine, ich meckere auch nicht, dass die Klammbogen leer waren. Wenn man das da sieht, dass die Klammbogen leer waren oder sind, warum befüllt man sie dann nicht einfach? Ja, das sieht man natürlich auch so ein bisschen, sage ich mal, immer an den gespendeten Truppen hier. Und denn die kommen ja auch noch mit oben drauf. Sobald ich ja hier Truppen spende in den Clan kriegen, werden die mir beim Clankriegsstart dann in Summe ja gut geschrieben. Das geht nicht verloren. Und von daher sieht man hier auch, dass einige hier null spenden und immer nur kassieren oder aber viel spenden, ja, so wie der Leon hier als Rathaus Level 13 und ja, oder es auch so Leichen gibt wie den Hesuri da, 3 Tage schon nicht mehr da. Ah, stimmt, ich habe mich jetzt mal endlich mal zum Vize gebracht, damit ich das auch so ein bisschen sehe. Okay, frei, der Schadelbro, 6 Tage, eine Woche nicht da, dann bist du eigentlich klarlos, würde ich sagen. Und da gehen wir hier doch mal durch und dann dünnt sich das Ganze schon von fast ganz alleine wieder aus. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem noch gefallen. Auf einen Freitag, ultra, ultra spät Nachmittag, wenn nicht sogar schon früh Abend. Wenn ja, dann lasst mal einfach einen Daumen nach oben da, abonnieren nicht vergessen und am Kanal dranbleiben, sage ich ganz, ganz bewusst. Also nicht aufgeben und ja, aber wenn es erstmal soweit ist, dann sage ich euch rechtzeitig Bescheid. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ein schönes, sonniges Wochenende und natürlich auch einen coolen Start in die extrem heiße Woche, die uns vermutlich jetzt droht. Aber ich meine, Leute, es ist Sommer. Bleibt gesund. Bis dahin, euer Toto. Clasht.